Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider 2 Gold. Und ich habe gerade eben jetzt in diesem Moment festgestellt, als ich auf mein Handy wieder geguckt habe, um zu gucken, wie spät es ist, dass ich das ja hier gar nicht machen muss, weil hier ist es ja, als ob ich ein RPG-Maker-Spiel spielen würde, dass ja trotzdem noch hier meine Anzeigen und sowas angezeigt werden. Muss ich ja nur dahin gucken und schon weiß ich alle, was Sache ist. Okay. Ich soll also ins Ungewisse springen. Wenn ich es hinkriegen würde. Das ist wieder so eine Seilbahn auf jeden Fall. Und auch wieder eine Kiste. Da ist noch eine Kiste. Sehr interessant. Oh, und hier kann ich vor allem hochklettern. Muss ich wahrscheinlich auch, um richtig zur Seilbahn zu gelangen, oder? Einmal für die Fans. Ja. Und was ist da vorne? Upsala. Ach, hier würde man sogar dahin kommen, wo die Kiste sonst gewesen wäre, aber so kann man doch auch hier hinkommen. Und hier ist einfach nur nichts. Ein kleiner weißer Raum mit nichts. Okay. Ich werde die Kiste jetzt mal nicht von hier aus schieben. Denn wer weiß, vielleicht ist dahinter ja noch was irgendwie. Halt. Obwohl, ist eigentlich egal. Ich kann sie ja auch so noch nach hier schieben. Ich muss ich gar nicht mehr. Nee, das ist einfach nur, um leichter hier hinzukommen. Aber ich habe den Secret-Weg gewählt. Muhaha. Also, wenn das ein Secret gewesen wäre, ne, hätte ich es auf jeden Fall gefunden. Ich guck mir alles ganz genau an. Und wenn ich nur trotzdem ein Secret übersehe, dann werde ich knatschig. Ich gebe mir Mühe, Leute. Ernsthaft. Das verspreche ich euch. Ich will ja schließlich nichts vom Abenteuer verpassen. Das wäre doch doof. Wow. Da vorne kann man doch noch hin. Aber ich glaube, da kann man auch so hingelangen, wenn man ein Stückchen die Seilbahn nimmt. Ich weiß noch nicht, wie weit es insgesamt gehen würde. Da könnte aber auch noch was sein. Das wollte ich so nicht. Ach Kind, warum das denn jetzt? Wo bist du, du Scheißadler? Da bist du.
Oh, wie schön, wirklich ein Weißkopfseeadler. Ich mag diese Tiere extrem gern und ich muss sie umbringen. Na, ja, vielleicht ist da auch doch nichts. Ich weiß es halt nicht. Upsala. Ja, hier rutscht man auch überall ab. Scheiße. Ich würde es sonst gerne mal angucken, aber überall rutsche ich ab. Das ist ärgerlich. Wenn da jetzt ein Secret hinter ist und man hier nur irgendwie geschickt springen muss. Warte mal. Ah, schade, ist auch nur eine Rutsche. Sonst hätte ich ja vermutet, dass man da irgendwie sowas machen kann. Okay, ich springe in diese Richtung ab. Schade. Aber vielleicht muss man das trotzdem irgendwie so machen, dass man davon abspringt und dann dahinter landet oder sowas. Ich weiß es nicht. Nee, da rutscht mich auch noch hier ab. Schade. Ich habe keine Möglichkeit, dahin zu springen. Aber warum sieht das da so verdächtig aus? Das ist doch doof. Aber na gut, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als einfach hier weiterzugehen. Ich speichere nochmal auf jeden Fall vorher. Oh. Vielleicht hätte ich doch bis da hinten hinspringen sollen, auch wirklich. Bis da hinten hinfahren sollen. Ich fahre jetzt mal wirklich durch. Nicht, dass ich da hinten sonst noch irgendwas verpasse. Zumindest habe ich dadurch weniger Schaden bekommen. Durchs Hinfallen, sag ich mal. Ah! Upsala. Meine Güte. Genau, mich hier fallen zu lassen, ist in dieser Hinsicht gar nicht nötig. Oh. Was? Aber ich erinnere mich an diesen Bereich hier. Oh, ein Schlüssel sogar. Sehr schön. Aha. Aber ich erinnere mich bezüglich dessen auch, dass ich das hier für Rusty gehalten habe immer. Als ich so enttäuscht war von diesem Custom Level, da dachte ich halt eher damals an Tomb Raider 2 Gold und hatte das hier damit in Verbindung gebracht. That's it, really. Okay. Hier kann ich weiter, aber das will ich ja eigentlich gar nicht. Vor allem da vorne ging es ja auch noch weiter und sowas, deswegen, was ist hier denn jetzt noch alles? Das ist irgendwie so ein bisschen mau. Ja, dass ich hier wieder jetzt Wegfindungsprobleme habe, auf jeden Fall. Und mich nicht entscheiden kann. Mhm.
Wollte ich hier auch wirklich hin? Bevor ich die Seilbahn benutzt habe? Ich weiß es nicht. Ich hoffe einfach nur, dass ich jetzt hier nichts irgendwie verpasse, wirklich. Wie gesagt, egal ob secret-technisch oder nicht. Ich speichere jetzt hier vor mal. Und dann lade ich noch mal einen höher. Genau. Aber doch, genau da war ich vorhin. Weil sonst hätte ich da hinspringen wollen, um zu gucken, was da ist und sowas. Aber okay, da wäre ich sonst eh hingekommen. Außer, dass ich hier oben mich halt nicht richtig umgucken kann, so wie ich es gerne würde. Okay, da scheint nichts Großartiges zu sein. Warum auch immer da jetzt keine Zahl beistand? Was, bin ich fast tot? Nee, doch nicht. Ich dachte schon gerade... Okay. Da komme ich dann wohl hin, wirklich durch die Eisfenster sozusagen. Ach, hier ist auch noch zu. Aber den Schlüssel dafür habe ich ja schon quasi. Aber der ist da wirklich erstmal eingesperrt, der Idiot. Das finde ich gut. Obwohl, ich kann ihn jetzt nur noch einmal zurückziehen. Kann das wohl sein? Dann hier wird's schräg. Vielleicht muss ich die Kiste eher reindrücken. Ah, jetzt kann ich sie schon nicht mehr rausziehen sogar. Hier kann ich auch runterklettern. Will ich? Das ist die andere Frage. Okay, jetzt hat sich eine Tür geöffnet, weil ich hier hingegangen bin. Warum? Ich kann jetzt sogar hier hin. Wahrscheinlich, um hier einen Rückweg zu haben. Schaffe ich denn den Rücksprung nicht mehr? Oder wie ist das? Doch, schaffe ich doch. Hä? Aber hier scheint nichts zu sein. Nee, überhaupt nichts. Okay. Aber der Weg hier ist ja schon so ein bisschen versteckter, ne? Vielleicht ist das wirklich ein Secret-Weg. Ich weiß es ja nicht. Warum kann ich hier runter, wenn hier nichts ist? Ich meine, ist ja nett, ne, falls man runterfällt oder sowas, aber... Meistens ist man dann ja sowieso sofort tot, also von daher... Unnötig. Mal gucken, was erwartet mich hier. Oh, meine Waffen hier. Meine Automatik, wie schön. Aha.
Aber ich habe noch nicht viel Munition für euch, oder? Nee, 40, das ist nichts. Aber ich habe meine besseren Waffen. Das ist schön. Das ist wunderschön. Genau, und hier ist jetzt mein Ausgang dann dementsprechend aufgegangen. Vielleicht wäre ich jetzt gar nicht reingekommen. Und ich musste das wirklich von dieser Seite aus machen. Das ist ja auch wie so eine Art Secret. Das haben sie ja gerne auch so in Trumpeter 1 Gold schon gemacht gehabt. Dass man irgendwie spezielle geheime Wege gehen muss, um alle Waffen irgendwie zu bekommen. Aber das ist auch gar nicht mal so schlecht. Ich mag das an sich. Nur, dass es an sich nicht zu den normalen Secrets auch dazu zählt, ist natürlich ein bisschen schade. Hm, was steht hier? Irgendwas. Ich freue mich darauf, es im Remaster lesen zu können. Denn so ist das jetzt überhaupt nicht zu lesen. Und der läuft immer noch wild auf und ab. Na gut, ich werde dich mal befreien, Onkel August, ne? Ist jetzt uns auch fies dir gegenüber, dich die ganze Zeit drin zu lassen. Guardroom Key, also Wachraumschlüssel. Du bist eine Wache? Siehst mir nicht wie eine Wache aus, ehrlich gesagt, sondern eher wie ein Terrorist. Ich schieße auf dich, bis die Haare bluten. Das ist aber nett. Aha. Na, vielleicht sollte ich wirklich mal ein bisschen die Schrot zumindest benutzen oder sowas. Aber ich will eigentlich für die Automatics dann wirklich sparen und dann die Automatics auch benutzen. Aber ich habe da jetzt so viele Schuss für. Kann ich eigentlich ja mal machen, ne? Um halt ein bisschen Heilung auch zu sparen. Wobei noch geht's ja wirklich gut eigentlich. Ich speichere nochmal. Sicher ist sicher. Aber wirklich nur so, die ersten drei Slots sind wirklich mit einer Zahl belegt und danach so, ach ja, nee. Das ist sehr seltsam. Ich habe jemanden keuchen gehört wieder. Frage ist nur, wo. Na komm, nimm. Dankeschön. Wirklich, Frage ist, wo? Oh. Da unten habe ich auf jeden Fall gerade was gesehen, was sich bewegt. Oh, nö! Wie viel hältst du aus? Ich wollte noch gar nicht runter. Komme ich auch wieder hoch? Oh, ein Schneemobil, wie geil. Oh. Wie geil, ein Schneemobil. Ich freue mich, das sieht richtig sexy auch aus. Aber ich will erstmal wieder wirklich einfach nur nach oben, wenn ich ehrlich bin. Kriege ich keinen Weg wieder nach oben? Sieht nämlich nicht gerade so aus. Nee, irgendwie nicht. Warte mal, ich lade. Ich wollte noch gar nicht runterfallen. Hier funktioniert auch wieder der Shortcut für die Waffen wenigstens. Ja, es ist doch schön, wenn ich dem schon so ein bisschen Schaden zufügen kann, wirklich von hier oben gemütlich. Solange der mich nicht sieht und nicht zurückschießt, ist alles in Ordnung. Komm schon, stirb, mein Freund. Komm her. Komm her, lass dich töten. Na komm. Der ist ein bisschen schüchtern, der Junge. Wir müssen ihm alle gut zureden, glaube ich. Komm schon, du schaffst das. Trau dich. Ich tue dir überhaupt nichts. Ich zeig dir nur meine Brust ein bisschen. Komm schon, du stehst doch drauf, oder?
Komm. Ja, genau. Guck mal, ich habe gelogen. Ja, aber da keuchen auch schon Leute ganz wild auf uns. Vor allem, warum ist da oben einer? Ich speichere nochmal. Na? Das wollte ich ja alles gar nicht. Habe ich hier eine Möglichkeit, wieder hochzukommen, wirklich? Ich glaube irgendwie nicht. Ich wollte ja gar nicht runterrutschen. Ich wollte doch nur gucken, was hier ist. Aber vielleicht kann ich ja hier wirklich an die Seite irgendwie dann springen. Fast. Fast. Ha, genau das wollte ich doch. Aber hier scheint nichts versteckt zu sein. Schade. Und von hier aus irgendwo höher gelegen drauf komme ich auch nicht wirklich. Nee, kann ich vergessen. Also gehe ich lieber doch hier vorne runter und nehme mir das Schneemobil auf jeden Fall. Ey, nicht schießen. Seid ihr doll? Was sind ihr denn für Sniper, ey? Säcke. Ich denke nicht, dass ich da vorne raufkomme. So ist brav, immer schön sterben. Deswegen, für die wilden Tiere, da benutze ich gerne auf jeden Fall die Schrotflinte, aber für Menschen denke ich immer so, ach nee, muss nicht sein. Oh, hier ist ja sogar noch ein Schalter. In der Dunkelheit versteckt. Ah, der macht das Tor auf. Ein Grund mehr, zuerst hier hinzugehen. Hier ist nichts. Aber das Schneemobil, wie gesagt, ich freue mich wirklich. Das ist cool, das ist fein, das ist super duper time. Nochmal speichern ganz kurz. Und kann ich hier stehen? Ja, kann ich sogar. Was nicht, ich kann hier nicht hoch. Oh, zu schräg. Und hier kann ich natürlich nicht noch hoch. Ich wollte mich trotzdem gerne da oben noch umgucken. Vielleicht wäre da noch was gewesen. Aber nein, das darf ich ja gar nicht. Aber hier geht es irgendwie runter. Wow! Oh, du warst ja richtig lieb. Es tut mir jetzt irgendwie total leid, dass ich dich getötet habe. Du wolltest ja nur schmusen, gefühlt. Ja, aha, ne? Ist auf mich die totale Erleuchtung. Aha. Apropos Erleuchtung, wie viel habe ich? Ach ja, da kann ich mal eine jetzt verwenden, langsam. Ist ja doch ein bisschen sehr düster hier überall. Das war wohl die Gegnernische, wo der erstmal stand, bis er aktiviert wurde. Kein Secret hier nochmal irgendwie auch. Oh, hier kann ich aber hochklettern. Frage ist, ob ich das tun soll, doch wirklich. Oder ob das eine schlechte Idee wäre. Wahrscheinlich ist es nur eine Möglichkeit, wirklich, um gut
an jeweils einer Seite hoch und runter zu kommen, falls man mit dem Schneemobil halt noch nicht rübergegangen ist, sondern wie ich das auch eben hatte, an der anderen Stelle runtergerutscht und dann kommt man irgendwie da nicht erstmal hin und weg und keine Ahnung was. Ja, nett, nett. Jetzt bin ich hier irgendwie ganz woanders tatsächlich. Jetzt bin ich hier auf dem Dach. Wäre ich hier auch so hingekommen? Fragezeichen. Ist das der Weg mit dem Schneemobil dann jetzt hier, oder? Irgendwie nicht. Jetzt bin ich ganz woanders. What the fuck? Was? Kann aber sein, dass wir mit dem Schneemobil da rauskommen, wo Dingens war. Moment. Ich kletter erstmal da vorne wieder hoch und fahre mit dem Schneemobil wirklich über die Rampe. Das ist mir gerade doch, erscheint mir gerade wertvoller und sinnvoller. Und der Part ist schon relativ lang. Ich sollte ihn langsam beenden. Ich denke, das sollte ich noch tun. Oh, fuck. Wenn ich jetzt gerade gewesen wäre, ne? Weg damit. Ah, jetzt bin ich auch hier. Sehr schön. Was? Was? Och nö! Nein! Fuck! Pff. Kommt da so ein schießwütiger Typ an? Ich glaub's ja wohl nicht. Ach, scheiße. Jetzt muss ich den Sprung noch mal schaffen. Nein. Nein.
Was? Du kannst auch da hoch? Das ist ungesund. Schade um die Musik, aber hey. Stirb! Gut. Auch wenn es gleichzeitig nicht gut ist, falls er was verloren hat, der Junge. Aber Alter, das geht ja mal gar nicht klar. Wenigstens geben sie mir ein großes Midi-Pack. Die wissen schon, dass die Stelle hier ein bisschen scheiße ist. Und da kann ich dann so oder so hoch. Aber es sieht auch nicht so aus, als hättest du was verloren. Sonst würde das Item vielleicht auch hier auf dem Boden sogar liegen. Hoffe ich, denke ich. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Also wenn der einen Schlüssel jetzt wirklich zum Beispiel fallen lässt oder sowas, ne, dann hätte ich wirklich ein Problem. Aber hoffen wir mal, dass dem nicht so ist. Ich denke mal, ich brauche auf jeden Fall mein Schneemobil. Für eventuell wieder weite Sprünge zu schaffen oder sowas, ne? Könnte ich mir, na, vorstellen. Deswegen, wir können es mal kurz auf das Schießwürdige setzen. Das muss ich sowieso tun, um es da rauszufahren. Aber ansonsten... Ich glaube auch nicht, dass hier unbedingt ein Secret versteckt ist. Ich sehe da jetzt jedenfalls keine versteckte Höhle oder so. Aber du stehst gerade ein bisschen im Weg. Sieht zwar schick aus, aber nein. Ach, ich liebe diese Schneemobilmusiken. Aber okay, dann würde ich mal sagen, geht's hier im nächsten Part weiter. Und in der nächsten Aufnahmesession, denn für heute muss ich aufhören. Aber ja, war auf jeden Fall schon mal sehr cool, die erste Aufnahmesession. Und ich bin mal gespannt auf jeden Fall, wie es weitergehen wird. Und dann sage ich mal, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören und bis zum nächsten Part, ihr Lieben. Ciao!